Moin Leute, Luke hier und willkommen zu einem neuen Part Mario Kart 8 Online. Ja, das ist nur ein kleines Video wieder, ne? Kleines Video Mario Kart 8. Ich wollte gerade irgendwas anderes sagen, aber okay. Gut, so, da Super Mario Bros. 3 abgeschlossen ist, ne? Haben ja sicherlich alle gesehen, ja logisch. Kommt jetzt dafür ein neues natürlich und ich bin mir unsicher, welches es sein wird, aber das sollte denn Montag starten. Also wenn ihr das, ich glaube das kommt Samstag mit Crash sollte das Video jetzt rauskommen. Und das startet dann Montag und es wird wahrscheinlich New Super Mario Bros. U sein und ja, natürlich 100%, also die 5 Sterne da in glitzernd oder wie sie da sind und ja, das war's auf jeden Fall dazu und dann Crash geht auch nicht mehr so mega lange und ich kann euch schon mal sagen, welches das Folgeprojekt dafür ist. Das wird Unity sein, Assassin's Creed Unity. Eine Person wird es sehr freuen. Fühl dich hier gegrüßt, na Björn? Chill dein Lifestyle und wir sehen uns, ne? Ja, klar. Logisch. So, ja, Unity wird der Nachfolgeprojekt von Crash und ich will jetzt nicht verraten, wie lange Crash noch geht, aber allzu lange wird es nicht mehr sein. Und Unity ist halt jetzt nicht so perfekt dazu, aber ich hatte Bock drauf auf jeden Fall und ich habe es natürlich nicht ganz aufgenommen, aber das wird auf jeden Fall noch werden. So, 19 Punkte bekommen gerade und wir sehen uns dann im nächsten Rennen einmal, ne? So, nochmal Unity, das ist, das hatte ich in Smash, glaube ich, nicht erwähnt. Auf jeden Fall, glaube ich, nicht. Das habe ich auch so jetzt nicht mehr auf der Liste gehabt, aber dann dachte ich mir so, ja, du hast es irgendwie noch gar nicht gezockt. Heißt, es ist ganz neu. Ich habe den ersten Teil, teils, ne? Nicht ganz. Ich weiß gar nicht, glaube ich war bei der letzten oder vorletzten Mission, habe ich mal aufgehört. Dann habe ich den zweiten Teil durchgezockt und den dritten habe ich mal, keine Ahnung, 10 Minuten oder so angezockt. Und habe bis jetzt auch noch nicht weiter, ich habe den ja auch noch liegen. Das wird aber auf jeden Fall nicht kommen. Das kann ich so schon mal sagen. Ja. Mal gucken, was gibt's noch zu Unity? Gibt's da noch irgendwas? Ich glaube nicht. Nee, sollte es gewesen sein, mit Unity zumindest. Denn hatte ich noch irgendwas auf der Liste, was ich nicht gesagt, also ich hatte das nicht auf der Liste und habe es auch nicht gesagt natürlich. Welches Spiel war denn das nochmal? Irgendeins war das. Mir fällt das gerade nicht ein. Verdammt. Das gibt's nicht, ne? Da wird man auch noch schön von der Roten hier getroffen. Ah, was war denn das für ein Game? Ah, ich weiß es doch wieder. Super Mario 64. Das war's, genau. Das startet, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Dauert auf jeden Fall noch. Ich muss das erstmal durchspielen. Ich habe das nämlich nur gesehen, ne? Aber noch nie selbst gezockt. Hab's aber schon einigermaßen viele Stunden gezockt und steuerungstechnisch läuft es schon auch ziemlich gut, sagen wir mal.
Und ich mache nochmal kurz einen kleinen Cut und rede dann gleich weiter. Also Super Mario 64. Wie gesagt, steuerungstechnisch läuft es schon und jetzt muss ich es nur nochmal ganz aufnehmen. Also ich werde es ganz aufnehmen und dann auf jeden Fall nichts so. Ah, jetzt bin ich runtergefallen. Ich werde es auf jeden Fall nicht so wie bei anderen halt nach, keine Ahnung, 25 Minuten dann sagen, ja, wir sehen uns dann im nächsten Part und bla bla bla, ne, wie ich so sage, ich bedanke mich fürs Zuschauen, sondern es wird einfach so sein, dass ich das wahrscheinlich am Stück aufnehme. Also ich bin mir noch sehr unsicher. Denn das könnten, ja, es könnte halt sehr lange dauern, ne? Wenn man mal so sieht, ich will ja die 120 Sterne machen, ja, habe ich noch gar nicht erwähnt. Aber ist, denke ich mal, logisch, wenn man das noch nicht gespielt hat, macht man ja mal die 120. Und man hört halt so von vielen Leuten, dass die sehr lange gebraucht haben, ne? Wie das halt so mit dem Game ist, ne? Und ich habe davor jetzt nicht wirklich Angst, dass es so lange geht und ich will es am Stück aufnehmen. Ich habe das sowieso vor, denn die Nacht durchzuzocken, ja. Irgendwie so muss ich das denn ja machen. Da werde ich sowieso nicht gestört, ist eh am besten. Und ja, auf jeden Fall mache ich das denn nicht so, sondern lass das denn einfach. Ich lasse das so denn normal und cutte das trotzdem in Parts. Also ich hoffe, das war jetzt verständlich. Denn ich kann ja nicht, wenn ich es, keine Ahnung, 8 Stunden zocke, kann ich ja nicht 8 Stunden hochladen. Gut, kann ich schon, dauert aber lange, ne? Und ich teile das in Parts auf. Das kommt aber nicht so, dass ich denn jeden Part das so mache. Ich hoffe, das war verständlich. Für die, die es jetzt nicht verstanden haben, vielleicht, ja, kümmert sich da einer in den Kommentaren drum oder ihr werdet es halt dann auch sehen. Ich werde es wahrscheinlich nochmal versuchen zu erklären, in dem ersten Part dann. Und wenn ich das dann vielleicht nicht erkläre, dann man wird es halt sehen, wie ich das mache. Und es war jetzt nur kacke erklärt, das gebe ich zu. Also nicht schlimm, wenn ihr es nicht verstanden habt, ja? Gut. So. Wo wir dann beim Mario 64 waren, dann kommt jetzt Banjo-Kazooie. Das ist halt auch so. Das ist ein richtig geiles Spiel, ja. Banjo-Kazooie. Ich glaube, ich habe das früher mal gezockt, das hier Dings für 64, ne? N64, da habe ich glaube ich mal gemacht. Ist halt schon ewig her, da war ich, keine Ahnung. Da war ich nicht mal 10, vielleicht, weiß ich nicht. Also schwache Erinnerung eh nur, ne, an das Game, aber ich habe mir halt auch schon mal was angeguckt davon. Ich glaube, das war aber nicht von dem 64 Game, sondern das war von der 360, glaube ich. Ich glaube, es war das 360 Game. Banjo-Kazooie würde ich dann auch machen. Und ich glaube, da war noch eins. Noch eins, so ein 64-Game. Treffen wir die? Los! Na. Nein. Cool. Boah, ich weiß es jetzt echt nicht. Aber vielleicht fällt es mir gleich noch ein, weil gleich ist ja wieder mal Rennen vorbei hier, ne? Es geht immer voll schnell. Vor allem, wenn ich gerade da hier rüber laber. Oh nein. Scheiße, das war vielleicht nicht so schlau jetzt, ne? Wieso ist die eigentlich schon längst wieder groß? Ich hasse es. Ich werde noch Zweiter, ich sag's euch jetzt aber mal. Nice. Ich
Ich weiß gerade nicht, hat er irgendwas? Nee. Boah, die war gut gelegt, ey. Zumindest für mich. Weil ich halt meistens weiter rüber drifte, aber. Hat ganz gut geklappt. So, wie kriegen wir denn Plus? Ich hoffe ja so 18, 20 oder höher. Die sind noch lange nicht alle durch. Na doch, jetzt kommt vorletzte, ne? Ja, nicht wirklich. Doch. 18. Oh, ich muss viel mehr Punkte machen, auf jeden Fall. Ich habe erst 4200. Irgendwie wird die Lobby immer weniger hier. Sind wir, glaube ich, noch zu 8 insgesamt, ne? Boah, nicht runter. Ja, mir ist irgendwie das Game nicht eingefallen, aber egal. So. Was auf jeden Fall gleich gut wird, wir haben heute Donnerstag, ne? Und ich sag's jetzt einfach, ich gucke ja immer Wallo U, ne? Wer ihn nicht kennt, früher Wallo Wizard LP. Und die machen gleich mal wieder ein Race SM64. Durch die bin ich eigentlich auch nur auf die Idee gekommen, halt SM64 zu Let's Playen, ne? Ich dachte mir so, du guckst es so oft an, du feierst das Spiel, mach's doch einfach selber. Ich mach's natürlich nicht als Race, das ist halt das andere, ne? Was ich jetzt so denn nicht machen werde. Aber das halt zu machen generell ist halt so mehr oder weniger von denen gekommen. Und ja, gleich gibt's einen schönen, ich glaube 70 Sterne, ne? Ich bin mir nicht sicher, aber denke ich mal, ne? Machen sie ja immer. Und was ich halt echt krass finde, ist, die machen das irgendwie jetzt schon zum, keine Ahnung, 25. Mal in diesem Jahr. Respekt auf jeden Fall, ne? Und da kommen wir natürlich auch hin, ja? Wenn nicht mit SM64, denn mit einem anderen Game. Ich sag nur Crash oder Super Mario Bros. 3 könnte man auch machen. Obwohl halt die für SM64 70 Sterne so, weiß ich nicht, die brauchen nicht mal auf jeden Fall 2 Stunden. Und für Crash braucht man halt schon sehr viel länger. Oder SMB3, dafür braucht man, ich glaube, 3 Stunden. Vielleicht ein bisschen weniger, wenn man es dann nachher richtig drauf hat. Aber ich würde sagen, so 3 Stunden, vielleicht auch mehr, ne? Aber das ist halt, man denkt es nicht, ne? Dass das Spiel denn so wirklich schneller ist. Danke, ich hoffe, das hat man jetzt nicht gehört. Ernsthaft. Shit. Ja, auf jeden Fall kommt da gleich ein Race. Na, 17 Uhr, wer ihn geguckt hat, kann es ja mal, oder wer ihn gleich gucken, nee, jetzt macht keinen Sinn. Wer ihn gleich gucken wird, schreibt es rein, ja. Wer ihn geguckt hat und wie ihr es fandet, könnt ihr mal reinschreiben, wenn ihr Lust habt, ne? Wir haben wieder volle Lobby hier, na, am Start. Und wo ich gerade so über den Stream geredet habe, ist mir doch glatt was eingefallen, ja. Tatsache. Sowas passiert, ne? Mir fällt mal auch mal was ein. Denn ich habe doch auch ein Shit, ein Stream-Kanal, sage ich mal. Ich weiß nicht, wie das heißt. Heißt es Stream-Kanal? Ich glaube nicht, aber okay. Und zwar auf hitbox.tv, da wo die anderen auch streamen. Und ja, ich hatte schon mal einen angekündigt. Hat man vielleicht gesehen, das ist, boah, ich glaube, es ist knapp 3 Wochen her oder ist sogar 3 Wochen her. Ich glaube, am Samstag ist es denn genau 3 Wochen her. Und ja, es haben jetzt nicht so, ne, viele reingeguckt, ist ja klar. Ich habe ja auch noch nicht so viele Zuschauer. Aber es wird da, also ich kann schon mal sagen, es wird jetzt nicht so viele Streams kommen, denn. Also ich will nicht sagen, es lohnt sich nicht, aber es lohnt sich halt nicht. Ja, ich wollte es nicht sagen, aber hab's trotzdem gemacht. Super.
Ich bin zwar noch kein Partner, ist ja logisch, aber dementsprechend würde sich das so oder so jetzt nicht lohnen, ne? Wegen, ich kriege eh kein Geld, also es, das ist eh mir erstmal unwichtig, ja. Also ich meine, ich zocke ja so oder so, ne? Dann kann ich auch gleich den Stream anschalten und ihr könnt euch, ihr könnt mit mir leiden oder mit mir sich freuen oder so, wie halt, wie es halt gerade so ist, ne? Und ich war da noch im Einstellen und es klappt noch nicht alles so wirklich. Hoffe natürlich, dass es wird, aber bis jetzt kommt da erstmal nicht so viel, bis gar nichts. Ja, also falls was Größeres geplant ist, wo ich halt, dann kündige ich das hier auf YouTube an, ne? Sonst aber kommt da nicht so viel oder halt gar nichts, wie gesagt. Ja, das war's eigentlich auch, ne? Das Rennen ist vorbei und beenden wir mal hier den Part. Ist eigentlich ganz okay geworden, ne? Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, euch hat das hier gefallen. Jetzt gehe ich hier in den Ladebildschirm, aber egal. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal und tschüss.